Bauab. Wenn es schläfrig ist und wir ungelenk umeinander, dann ist das natürlich nicht gut. Und darum planen Sie Ihre Ferien, rufen Sie an 09015443333, 80 Rappen pro Anruf ab Festnetz. Meine beiden nächsten Gäste, die laufen, wenn es gefroren ist, zur Hochform auf. Dann fangen sie auf dem Eis erst recht an zu tanzen und Pirouette drehen, dass es eine Freude ist. Er ist doppelter Weltmeister und sie ist frischbachene Europameisterin im Eiskunstlaufen. Zara Meyer und Stéphane Lambiel, herzlich willkommen. Bitte schön. Merci. So, schön, dass ihr da sind. Zuerst natürlich der Sarah, ganz herzliche Gratulation. Ich weiss, ich bin nicht der Erste, aber sicher auch nicht der Letzte, der gratuliert. Es war eine hervorragende, auch sehr überraschende Leistung in Bern. Wie geht's? Ja, meiner Stimme geht es nicht so gut. Ich bin ein bisschen verkältet, aber sonst, sonst geht es nicht. Verkältet, sagst du? Oder hast du einfach gefeiert, nächtelang nach dem grossen Erfolg? Ja, das ehrlich natürlich gesagt. Auch. Also, wir hatten recht strenge Zeit gehabt. Wir waren noch mit Arton 1 unterwegs. Wir haben jetzt in zwei Wochen 10 Shows gehabt. Aber ja, gefeiert haben wir sicher. Komm, schau in den emotionalen Moment noch mal an. In Bern, also am goldigen Samstag für dich, ist es ja super, super gelaufen. Da sehen wir gerade die Sprung von dem letzten entscheidenden Lauf. Ja, da ist so langsam gerade der Schluss, wo ich dann gewusst habe, dass es eigentlich schon recht gut läuft. Aber wenn ich mich jetzt zurück erinnere, dann weiss ich eigentlich fast nicht mehr, was ich in dem Moment gedacht habe. Es ist einfach so, es ist einfach gelaufen. Man ist ein bisschen beschäftigt wahrscheinlich, ja. In so einer Kür. Und dann nachher, in dem Moment, wo irgendwie ja, da war ich einfach so erlöst und der ganze Druck, der ja, runtergefallen ist. So einen Zusammenbruch nimmt man natürlich gerne in Kauf, wenn man nachher dafür Europameisterin wird. Eine grossartige Leistung. Deine Tante, die ja auch deine Trainerin hat, gesagt, das Wunder von Bern hat sich wiederholt. Also du bist jetzt auf einem Level mit der, ja, es gibt noch einen Applaus für unser Studiopublikum. Du bist also jetzt auf Augenhöhe mit der deutschen Fußballnazi, die 1954 Weltmeister wurde in Bern. Grossartig. Stéphane, ich habe gehört, dass dein Trainer gesagt hat, bei ihr hat er mehr Tränen vergossen als je bei dir, wo du gewonnen hast. Wie berührt dich das so? Also ich glaube, solche Emotionen, es gibt nur im Sport oder in so. Es ist schwierig zu sagen, es gibt kein Wörter. Ich erinnere noch in Torino, wo ich meine Silbermedaille gewonnen habe und nur Tränen sind gekommen. Ja. Und ich glaube, du wirst für immer diese Leistung erinnert. Es ist eine der beste Moment im Leben. Also die Medaillen, die ihr gewonnen habt, die bleiben euch und natürlich noch viel mehr die Emotionen. Wir haben jemanden eingeladen ins Studio, der ein riesen Fan ist von euch beiden. Sie sitzt im Publikum und sie weiss natürlich, dass sie gekommen ist wegen Stéphane Lambiel und Sarah Meyer. Aber sie weiss nicht, dass ich sie jetzt gerade hier zu uns vorhole. Ich sage ganz einfach herzlich willkommen, Silja Horber. Silja, bitte! Herzlich willkommen, Silja. Hoi. Lotto. Silja Horber, Zara. Bonsoir. Stéphane. Du darfst hier Platz nehmen, Silja. Silja, schau, du darfst hier Platz nehmen. Darf ich dir das Mikrofon in die Hand geben? Sonst mag ich hier nicht rüber. Auch ein Drink für dich. Ich muss schnell etwas sagen. Wir wissen einiges über dich, Silja. Wir haben recherchiert. Du bist völlig überrumpelt, gell? Ja, extrem. Du musst ins Mikrofon extrem. Reden, wahnsinnig. Ich weiss von dir, du hast ein bisschen Gehbehinderung. Das hat man auch gesehen. Ja. Erzähl uns, warum. Ich bin, hatte eine Hirnblutung. 3 Tage nach meiner Geburt. Am 10. Dezember 1992. Ja, und seitdem ist einfach, ich habe 60% Verlangsamung. Mein Gott. Und mein grösster Wunsch ist seit 5 Jahren, dass ich
einslaufen kann. Ja. Einslaufen und du darfst. Und du tust auch Eiskunst. Du machst das, kannst. Also es ist bei dir eigentlich so weit als in Chronik. Und du machst, du trainierst, gell? Ich mach's, ja. Wie hart? Einmal pro Woche, einfach am Samstag. Ja. Und das sind deine zwei Idole, oder? Genau, ja. Ah, riesig. Riesig. Die beiden haben ein grosses Geschenk für dich mitgebracht. Das ist eine Überraschung von Happy Day und von Stefan und von der Sarah. Sag dir's. Ja, also, das erste Mal haben wir für dich eine Arto-Nice-Jacke mitgebracht, die wir jetzt auch gerade noch unterschreiben. Und dann, wir werden auch Tickets für Arto Nice nächstes Jahr dir schenken. Und du wirst mit uns eine Lektion auf dem Eis haben. Also wir werden eine Zeit zusammen auf dem Eis haben. Und wir werden einige Pirouetten lernen oder was du willst. Das sind die zwei neuen Trainer, Silvia. So, die unterschriebene Jacke. Für dich. Und wir singen für dich heute Abend. Genau, das wollte ich jetzt gerne sagen. Das ist jetzt, was kommt noch dazu. Jetzt sitz mal her, entspann dich. Jetzt kannst du, siehst du etwas, was noch niemand gesehen hat. Das ist eine Weltpremiere. Sie haben es vielleicht schon gelesen in der Presse. Uns ist es gelungen, Sarah Meyer und Stefan Lambiel zu engagieren für etwas, was es noch nie gegeben hat. Sie stehen zusammen auf einer Bühne, nicht auf dem Eis, auf einer Bühne und sie singen. Das grosse Happy Day Wintermedley zusammen mit unseren Musical Stars. Das ist dann Karin Laveit, Anne-Maria Schmid und Erik Hettenschwiler und unsere beiden Goldmädel, Goldjunge Sarah Meyer und Stefan Lambiel. Bitte schön, das Wintermädchen bei Happy Day. Sacrifice our love. You never take advice. Someday you'll pay the price, I know. I've seen it before, it happens all the time. You're closing a door, you leave the world behind. You're digging for gold, you're throwing away a fortune and feelings, but someday you'll pay. Zwei Spuren im Schnee führen herab aus steiler Höhe und im tiefen Tal, da steht ein Hütlein klein. Die Spuren so schmal treffen rund in sich im Tal und sie führen bis in unser Stübchen rein. Und die eine Spur ist deine und die andere Spur ist meine und sie führen aus der Einsamkeit zur Seligkeit. Zwei Spuren im Schnee führen ab aus steiler Höhe und uns beide führen sie ins Glück hinein. Alles war Ski, Ski war die ganze Nation. Als Sonne schien Berge und
Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmelszelt, den schenk ich dir heute Nacht. Einen Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht. Ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmelszelt, den schenk ich dir heute Nacht. Ein Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten unsere Liebe wacht. Ganz herzlichen Dank, Karin, Annemaria und darf ich da zwischen dir kommen? Natürlich. Grossartig, Sarah. Alles Gute. Merci vielmals, Stefan. Viel Erfolg weiterhin. Europameisterin, zweifacher Weltmeister und unsere Musical Stars, meine Damen und Herren. Prost. Erinnert Sie sich, liebe Zuschauer, an die Sendung Dingsda?